Die Angst, die Toten könnten aus ihren Gräbern zurückkehren, ist so alt wie die Welt. Besonders gefürchtet Vampire, die der Legende nach nachts ihr Unwesen treiben. Ich bin Dracula. Sie haben sicher schon von mir gehört. Ich bin ein Geschöpf der Nacht und ernähre mich vom Blut der Lebenden. Ich bin weder tot noch lebendig. Früher war ich das einsamste Wesen der Welt. Die Menschen hatten Angst vor mir. Heute habe ich viele Gefährten. Wir sind die modernen Stars. Ich bin ihr großes Vorbild. Aber was haben Sie aus mir gemacht? Einen blassen Jüngling, der Skrupel hat zuzubeißen. Aus dem Monster in Gruselromanen ist ein Sexsymbol in romantischen Teenager-Sagen geworden. Ich erzähle Ihnen meine wahre Geschichte. Kommen Sie mit, wenn Sie den Mut haben, mir zu folgen.1897 veröffentlicht Bram Stoker seinen Roman Dracula. Ein Buch, das heute zu den berühmtesten Romanen der Weltliteratur gehört. Es erzählt von einem rumänischen Grafen und seiner Reise nach England, wo er als Vampir sein Unwesen treibt. Gruselgeschichten wie diese verkaufen sich am Ende des viktorianischen Zeitalters gut. Es ist die Zeit, in der die Technik Einzug in den Alltag hält. Das Leben nimmt Fahrt auf. Bisher war die Welt vor allem von religiösen Überzeugungen geprägt. Jetzt verändert sich plötzlich alles. Hier sind jetzt Dampfmaschinen und Zeitungen und Ordnung und Schiffe, die pünktlich abfahren. Für eure okkulten, übersinnlichen, tief religiösen Überzeugungen ist jetzt hier kein Platz mehr. In diese Welt, in der alles beherrschbar scheint, schickt Bram Stoker seinen Vampir. Bis heute bewegt sein Geschöpf die Fantasie der Menschen. Über Bram Stoker spricht dagegen kaum noch jemand. Die Urne mit seiner Asche ruht bescheiden in einem Londoner Krematorium. Er gilt als mein Schöpfer. Er hat mich berühmt gemacht. Mehr als das. Stoker hat in seinem Buch bereits viele der Eigenschaften beschrieben, an denen man bis heute Vampire angeblich erkennen kann. Als das Buch erscheint, spaltet es die Meinungen der Kritiker. Literarisch zweitklassig, meinen die einen, andere loben es als eine der besten Gruselgeschichten, die je geschrieben wurde. Doch sie sei nichts für schwache Gemüter. In jedem Fall hatte Stoker einen Nerv getroffen. Wenn man an das Weiterleben der Seele glaubt, gibt es diese Spanne zwischen dem Tod und der Ankunft der Seele in einer anderen Welt. Und damit die Angst, dass sich die Seele nicht vom Körper lösen kann. Deshalb sind die Legenden von Toten, die aus dem Grab zurückkommen, so weit verbreitet. Schon lange vor Stokers Roman machen angebliche Vampire von sich reden. Großes Aufsehen erregt ein Fall im Jahr 1732. Der Militärarzt Johann Flückinger soll auf Befehl der österreichischen Militärverwaltung den Fall eines gewissen Arnold Paolo untersuchen. Angeblich treibt er nachts als Untoter sein Unwesen in einem kleinen serbischen Dorf. Damals beginnt eine regelrechte Vampirepidemie. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Fall Arnold Paolo. Der Arme. Keine Ruhe haben sie ihm gelassen.
Mehrere Dorfbewohner beschwören gesehen zu haben, wie der kurz zuvor Verstorbene durch die Gassen schleicht, um den Menschen die Lebenskraft zu rauben. Der Glaube an Untote, die das Blut der Lebenden tränken, geht bis ins alte Griechenland und Rom zurück. Die Römer feierten im Mai ein öffentliches Fest, bei dem es darum ging, die Seelen derjenigen zu verjagen, die noch keinen Eingang ins Jenseits gefunden hatten. Bei Arnold Parole handelt es sich um eine dieser verlorenen Seelen. Daran zweifelt Johann Flückinger keinen Moment. Bei seiner Untersuchung des Leichnams findet er kaum Verwesungsspuren. Was er nicht wusste, ist, dass erstens, wenn man in der Erde begraben ist, ist es kühler, es ist weniger Sauerstoff da und man zersetzt sich einfach nicht wie ein Soldat, der auf dem Schlachtfeld eine Woche tot liegt. Zweitens wusste er nicht, dass durch Vertrocknungserscheinungen die Fingernägel länger aussehen können. Drittens wusste er nicht, dass die Haare in der vertrockneten Haut auch gut halten. Das heißt, er hat gesagt, das, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe, das ist das, was gilt, was richtig ist. Und wenn ich jetzt etwas sehe, was nicht dazu passt, dann muss das übersinnlich sein oder dann kann da was nicht stimmen. In Wien hatte man gehofft, der Arzt würde den Vampirgerüchten ein schnelles Ende bereiten. Im großen Habsburger Reich, das so viele Völker in sich vereinte, wollte man Unruhen in den Randgebieten vermeiden. Doch es sollte ganz anders kommen. Das lässt sich im königlichen Haus-, Hof- und Staatsarchiv sogar schwarz auf weiß nachlesen. Dass er ganz vollkommen und unverwesen sei. Auch ihme das frische Blut zu den Augen, Nasen, Mund und Ohren herausgeflossen, dass er ein wirklicher Vampir sei. Worauf sie den Körper gleich selbig tags zu Aschen verbrennt und solchen in das Grab geworfen. Flückingers Report verbreitete sich in Europa in Windeseile. Statt das Feuer im Keim zu ersticken, hatte ihm der Militärarzt neue Nahrung gegeben. Plötzlich waren wir in aller Munde. Wir galten nicht mehr als die Fantasie abergläubischer Hinterwäldler, sondern wurden zum Gegenstand gelehrter Dispute. Als auch 20 Jahre später noch immer Gerüchte von Vampirismus im Habsburger Reich die Runde machen, beauftragt Kaiserin Maria Theresia ihren Leibarzt persönlich, die Angelegenheit zu untersuchen. Er soll diesem Aberglauben ein für alle Mal ein Ende bereiten. Gérard van Swieten ist ein hochgelehrter Mann und glühender Anhänger der modernen Wissenschaft. Vampire sind für ihn lediglich eine Barbarei des Unglaubens, ein reines Hirngespinst. Am Ergebnis seiner Untersuchungen hat er schon im Vorfeld keinen Zweifel. Und tatsächlich, der Leibarzt benennt natürliche Ursachen wie Luftmangel und Gärungsprozesse für das aus dem Mund tretende Blut, die fülligen Leiber und die rosige Haut. Der Kaiserin schreibt er, dass der ganze Lärm von nichts andern herkomme als von einer eitlen Furcht, von einer aberglaubischen Leichtglaubigkeit, von einer dunklen und bewegten Phantasei, Einfalt und Unwissenheit bei jenem Volke. Mit einem Federstrich glaubt van Swieten, die Vampire vom Erdboden zu tilgen.
In Wien zeigte man sich durchaus zufrieden. Jetzt, so war man überzeugt, sei der Fluch des Aberglaubens für immer besiegt. Und auch die Spötter im Ausland, die in der Hofbibliothek bisher lediglich einen hübschen Ort für fürstliche Festivitäten sahen, würden sie endlich als einen Hort des Wissens anerkennen. Die Aufklärung, wie ich sie liebe. Haufenweise Bücher, mit denen Wissenschaftler versuchten, den Aberglauben auszutreiben. Hunderte von Abhandlungen. Nur zu diesem einen Zweck. Wien war endlich mit Erleuchtung gesegnet. Uns gab es einfach nicht. Um den Glauben an Vampire ein für allemal auszurotten, fand sich eine Allianz auf höchster Ebene. Schon der Papst hatte den Vampirismus in Traktaten als Wahnvorstellung kranker Menschen abgetan. Jetzt zieht die Kaiserin nach. Am 1. März 1755 ergeht der sogenannte Vampirerlass. Von jetzt an ist das unerlaubte Öffnen von Gräbern sowie die Pfählung von Toten bei Strafe verboten. Per Erlass hatte man uns abgeschafft. So dachte man zumindest im kuscheligen Wien. In dem Moment, wo Regierungen oder staatliche Stellen die Existenz von Vampiren untersuchen, in dem Moment denkt die Bevölkerung, ja Moment mal, wenn der Staat, wenn Akademiker sich damit beschäftigen, das ist auch wichtig, wenn man das jetzt auch noch in Gesetzesform gießt oder in Erlassform gießt, dann wird natürlich noch mehr die Vorstellung bestärkt, ja, das muss es ja geben, sonst bräuchte ich ja keine Untersuchung, keinen Erlass, keine öffentliche Darstellung davon. So gesehen ist das ein sehr zweischneidiges Schwert. Es führt letztlich dazu, dass die Menschen sich in ihrem Aberglauben bestärkt fühlen. Die Furcht vor den Untoten sitzt zu tief, um sie einfach per Dekret aus der Welt zu schaffen. Nach dem alten Volksglauben kann jeder Mensch zu einem Untoten werden, sei es, weil er in seinem Leben schwer gesündigt hat oder verflucht wurde, sei es, weil er einem Vampir zum Opfer fiel. Wenn man so lange lebt wie ich, kommt man sehr weit herum. Ich war quasi überall und habe keinen Ort auf der Welt gefunden, wo man mich und meine Art nicht kennt. Tja, da sammelt sich ganz schön was an. In Rumänien ist der Glaube an Vampire heute noch weit verbreitet. Im Frühjahr 2004 gerät das kleine Dorf Marotino de Sus in die Schlagzeilen. Es geht um Grabschändung. Der Schuldige ist schnell gefunden. Er macht aus seiner Tat keinen Hehl. Im Gegenteil, er ist stolz darauf, dass er einen Vampir unschädlich gemacht hat, der sich an den Dorfbewohnern vergreift. Der Hirte Mircea Mitrița kennt die Symptome der Opfer. Als die Sache mit der jungen Frau passierte, ging ich zu ihr. Ich sah, in welchem Zustand sie war und wie sie jammerte. Sie rief, schau, da ist er. Er bringt mich um. Er frisst mich auf. Mitrița handelt sofort. Er öffnet das Grab und schneidet dem Toten das Herz heraus. So wie man es hier im Dorf der Überlieferung nach bei Vampiren macht. Eine ganz spezielle Sammlung. Souvenirs aus den Jahrhunderten.
Zeit genug zum Sammeln hatte ich, ja. Angeblich kann man uns Vampire mit einer silbernen Gewehrkugel töten. Oder mit einem hölzernen Pfahl, den man uns durchs Herz treibt. Und das Kreuz. Das scheint mir wie der Teufel das Weihwasser. Knoblauch soll gegen Vampire und Hexer und so helfen. Da gibt es verschiedene Geschichten, woher das kommt. Beispielsweise daher, dass ein Untoter sich als Geist in der Küche manifestieren könnte in körperlicher Form, wenn man ihn zu oft reinlässt. Eine bestimmte Zahl von Malen, magische Zahl, 7-mal, 13-mal. Es kann auch sein, dass der Satan, wenn er sich irgendwo lang bewegt, dass er da, wo sein linker Fuß den Boden berührt, eine Knoblauchspur in der Form hinter sich herlässt, dass da Knoblauch wächst an der Stelle. Daran erkennt man, dass der Satan da war. Ich glaube, das liegt alles daran, dass Knoblauch durchaus ein Heilmittel gegen manche Krankheiten ist und die Gesundheit stärken kann. Das wusste man und das hat sich dann irgendwie so übertragen und vermischt. Am liebsten wäre es den Menschen natürlich, wenn wir erst gar keine Chance mehr hätten, zurückzukommen. In Rumänien haben sie unzählige Rituale, uns fernzuhalten. Ganz effektiv, wie ich leider sagen muss. Die alte Nana Sida wendet diese Rituale seit Jahrzehnten an. Wir stellen in jeder Ecke eine Kerze auf, damit er Licht hat, wenn er ins Jenseits geht. Wann und wo diese Totenbräuche entstanden, kann auch sie nicht sagen. Ich muss immer aufpassen, dass nicht der ganze Sarg Feuer fängt. Man streut zum Beispiel Mohnsamen in den Sarg, damit der Verstorbene damit beschäftigt ist, ihn zu zählen. Darüber hinaus ist der Mohn ein Betäubungsmittel und soll den Toten ruhig stellen. Man kann zum Beispiel auch Schießpulver in den Sarg geben, damit die Seele Angst vor der Wiederkehr bekommt. Wir reiben ihn mit Knoblauch ein, damit die Seele ihre Ruhe hat. Das ist so der Brauch bei uns. Neuerdings gibt man sogar das Mobiltelefon mit in den Sarg, damit der Verstorbene vom Jenseits aus mit den Angehörigen kommunizieren kann. Dahinter steckt die Vorstellung, dass das Jenseits eine irgendwie doch ziemlich konkrete Welt ist, in der der Tote mit allem Notwendigen versorgt sein muss, damit er nicht zurückzukehren braucht. Als letztes wird der Tote auch noch gepfählt, wenn auch nur symbolisch. Die Nadel wird in die Kerze gehalten, bis sie glüht. Und wenn der Kopf dann hier liegt, wird die Nadel durch das Ohr gestochen. Das ist das Pfählen. Möge Gott ihm seine Ruhe geben. Rumänien gilt als die Heimat der Vampire. Transsilvanien, die Walachei. Regionen, die vielen bis heute weltfremd und rückständig erscheinen. Ein rätselhafter Ort, wo man Vampire fürchtet und sich dennoch nicht scheut, Geschäfte mit ihnen zu machen. Mit Dracula lässt sich gut werden. Im rumänischen Bran hat angeblich sogar sein historisches Vorbild gelebt. Vlad Tepes, ein gefürchteter Herrscher aus dem 15. Jahrhundert. Kaum ein Souvenir, das nicht ihn oder Dracula zeigt.
Vielleicht sollte ich Prozente verlangen. Die Geschäfte laufen und es ist immerhin mein guter Name. 1000 Besucher lockt der Ort jedes Jahr an. Die Idee, Bran zum Wohnsitz von Vlad Sepes zu machen, kam erst vor 50 Jahren auf. Damals suchte man eine Burg, die der Beschreibung in Stokers Geschichte entsprach. Ob Bram Stokers Roman über mich ohne Vlad Sepes auch zum Bestseller geworden wäre? Wer weiß? Und das alles geschah nur, weil man im damals ach so modernen England eben auch ein Faible fürs Übersinnliche hatte. Tatsächlich hört Stoker bei einer Geisterbeschwörung zum ersten Mal von Vlad Sepes. Seancen sind um 1890 groß in Mode. Selbst Wissenschaftler nehmen daran teil. So auch ein ungarischer Historiker, der Stoker von Vlad Sepes erzählt, dem Herrscher der Walachei, der wegen seiner Grausamkeiten als der Pfähler in die Geschichte eingeht. Vlad Sepes taucht als Figur, die man jetzt schriftlich überliefert kennt, 1463 das erste Mal auf. Allerdings muss man sagen, das gab es in Reimform und es war natürlich sehr weit weg. Also die Walachei, wo Tepes Vater und Sohn dann auch gewirkt haben, das war ganz, 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 ganz fremd, so wie fast wie der Mond ungefähr. Damals bedrohten die Türken Europa. Diese Landschaft hat unglaubliche Gräueltaten gesehen. Auf beiden Seiten. Sepes hat hier angeblich tausende Türken aufgespießt, was ihm seinen grausamen Beinamen einbrachte, der Pfähler. Und so ist das dann auf Bram Stoker gekommen sozusagen. Der hat dann also einfach einen ganz kleinen Teil davon genommen und hat das mit allem anderen, was er hatte, vermischt. Und so ist dann der Film und Hollywood-Vampir entstanden. Stokers Dracula. Irische Fantasie gewürzt mit einer Prise rumänischer Geschichte und Tradition. Das Rezept für einen Welterfolg. Auch den Namen soll der Vampir dem Walachenfürsten aus dem 15. Jahrhundert verdanken. Vlad Sepes trägt den Namenszusatz Draculea, was so viel wie kleiner Drache bedeutet. Das erinnert an die Ritter des sogenannten Drachenordens. Die hatten sich die Verteidigung des christlichen Abendlandes gegen die Türken aufs Banner geschrieben. Amen. Vlad Sepes war ein unerbittlicher, gefürchteter Krieger. Tausende Gegner fielen ihm zum Opfer. Auch nach dem Sieg über die Türken wurde der Fürst seinem Ruf als grausamer Herrscher gerecht. Bis zu seinem Tod und sogar darüber hinaus war er im Land gefürchtet und verhasst. Vlad Sepes soll zur Jahreswende 1477 verstorben sein. Doch als man 1931 sein Grab öffnete, war es leer. Wie sagt das Sprichwort doch so schön? On y soit qui mal y pense. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Unter der Feder von Bram Stoker verwandelt sich der blutrünstige Herrscher in den blutsaugenden Vampir. Der Ire ändert sogar den Titel seines Romans
Aus dem Untoten wird jetzt Dracula. Bram Stoker war ein sehr, sehr guter Rechercheur. Das hat man lange Jahre nicht gewusst, bis dann die Originalmanuskripte oder Notizen zu seinem Buch entdeckt wurden. Und es stellte sich heraus, dass er ganz viele Zeitungsartikel, Reiseberichte und so weiter gesammelt hatte. Viel mehr, als man gemeint hat, daraus so ein schönes Patchwork gemacht hat. Stokers Figur hat alles, was ein Schauerroman braucht. Bram wusste am Ende alles über mich. Sogar, wo meine Schule stand. Und wer mein Lehrmeister war. Beim Teufel höchstpersönlich lernt Dracula das Zaubern, zusammen mit 9 anderen. Der 10. Schüler muss dem Teufel ewig dienen. 3-mal dürfen Sie raten, wer der 10. war. Stoker war nicht der Erste, der über uns Vampire schrieb. Aber er wusste Dinge von uns, die sonst keiner kannte. Geschickt verwebt Bram Stoker historische Fakten mit Gruselgeschichten. Selbst seinen Lesern soll nicht klar sein, ob es sich um Tatsachen oder Erfindung handelt. So schreibt er 1902 in der ersten fremdsprachigen Ausgabe. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es keinen Zweifel an den Ereignissen gibt, die hier beschrieben werden. Auch wenn sie noch so unglaublich und unverständlich erscheinen. Noch einmal möchte ich betonen, dass alles in dieser Tragödie genauso wahr ist, wie hier niedergeschrieben. Stoker wusste natürlich, dass ihm niemand glauben würde. Deshalb schrieb er schon in seinem Vorwort: In diesem aufgeklärten Jahrhundert, in dem Menschen nicht einmal glauben, was sie mit eigenen Augen sehen, ist der Zweifel kluger Menschen Draculas größte Macht. In einer Zeit, in der man alles zu verstehen glaubt, spielt Stoker bewusst mit diesem Zweifel. So lässt er Dracula auf einem russischen Schoner nach England reisen, der vor der Küste Whitbys strandet. Und tatsächlich berichten damalige Zeitungen von einem Schiffbruch. Da sieht man also, wie dieses gestrandete Schiff am Strand ist und auch wirklich so ein bisschen verloren und gruselig und einsam aussieht. Eben wie so ein Geisterschiff, auf dem nur eine einzige Sache überlebt hat. Das ist in dem Fall eben unser Dracula, der dann an den Strand gerät und jetzt auf einmal in der modernen, neuen, heutzutage würde man sagen Hightech-Welt angekommen ist und da seine uralten, merkwürdigen Handlungen durchführt. Doch Dracula bleibt nicht lange in Whitby. Denn sein eigentliches Ziel ist London. Der Ort, der ihm laut Stoker in der ganzen Welt am leckersten erscheint. Für einen Vampir muss die Hauptstadt des Empires ein Schlaraffenland sein. Mit einer Auswahl an Gaumenfreunden aus allen Teilen der Welt. Und Dracula hat die Stadt damals noch ganz für sich. Seitdem haben die Vampire die ganze Welt erobert und spiegeln dabei immer genau Geschmack und Mode ihrer jeweiligen Zeit. Die Palette ist groß. Sie reicht vom historischen Vorbild Vlad Tepes über schreckenerregende Monster, freizügige Lebemänner bis hin zu heutigen Edelvampiren, die sich in Enthaltsamkeit üben und die ewige Liebe versprechen. Aber bei allen Unterschieden des Zeitgeschmacks, ein Merkmal ist allen Vampiren gemeinsam. Vor allem können wir das, was sich alle Menschen wünschen, ewig leben. Naja, zumindest wenn man uns lässt.
Die Idee des unsterblichen Dracula richtet sich gegen die bestehende Kultur. Auf der einen Seite gibt es Regeln und Werte der Gesellschaft, wirtschaftlichen Erfolg, eine gewisse Anpassung sowie ein hohes Ansehen. Auf der anderen Seite gibt es Dracula, seine Unsterblichkeit, die sich immer gegen die materialistische Welt wendet. Fast scheinen die Vampire von heute die besseren Menschen zu sein. Mit Dracula haben sie kaum noch etwas gemein. Hollywood hat aus dem nächtlichen Blutsauger einen verliebten Kuschelbär- und Teenie-Schwarm gemacht. Einer schöner als der andere. Wenn Sie mich fragen, lauter Milchgesichter. Als Bram Stoker mein Bild entwarf, hat er wahrscheinlich an seinen Freund gedacht. Den großen Henry Irving. Henry Irving war der berühmteste Shakespeare-Darsteller seiner Zeit und Bram Stoker sein Theateragent. Mich auf der Bühne spielen wollte Irving aber nicht. Dracula sei zu trivial. Und wer spricht heute noch von ihm? Mich aber kennt jeder. Und das, obwohl es schon lange keinen Film mehr über mich persönlich gab. Trotzdem glaubt jeder zu wissen, wie ich aussehe. Und manche sind sogar überzeugt davon, dass sie mir schon einmal persönlich begegnet sind. Oder zumindest einem anderen seiner Art. So 1970 in London. Damals treibt angeblich ein Untoter auf dem Friedhof von Highgate sein Unwesen. Schnell lockt das Gerücht Menschen an, die sich auf die Jagd nach dem unheimlichen Wesen machen. Dutzende Särge werden aufgebrochen bei der größten Vampirjagd des 20. Jahrhunderts. Nicht zuletzt, weil ein Mann versichert, er habe den Untoten gesehen. Das war damals ein Riesenrätsel. Was ist eigentlich wirklich unerklärbar auf der Welt? Oder sind wir jetzt in den 1970er Jahren so weit, dass doch alles erklärbar ist? Und da hat er gesagt, nee Leute, da brauchen wir gar nicht reden, es ist sehr viel unerklärlich. Und hier habt ihr mal ein Beispiel, auch noch aus der Geisterwelt, aus der Schattenwelt, aus der nächtlichen, düsteren Welt. Wochenlang hält der Highgate-Vampir London in Atem, beziehungsweise das, was der angebliche Augenzeuge gesehen haben will. Da war eine große, graue Gestalt, etwa 2,5 Meter. Und sie schien lautlos über den Pfad zu schweben. Ich war in den letzten Jahren hin und wieder in Highgate. Einen anderen Vampir habe ich da nie getroffen. Aber die Angst vor uns ist im britischen Empire weit verbreitet. In Bram Stokers alter Heimat Irland sollen wir schon seit mehr als einem Jahrtausend herumgeistern. Vor wenigen Jahren entdecken Archäologen im Norden Irlands einen Friedhof aus dem 8. Jahrhundert. Nach und nach kommen 3000 Skelette zutage, einige mit Steinen auf den Beinen und im Mund. Ein klarer Hinweis auf die Angst der Menschen, die Toten könnten zurückkehren. Eine Angst, für die Wissenschaftler auch auf anderen britischen Friedhöfen Indizien gefunden haben. Wir haben Nägel wie diese gefunden, die absichtlich in den Körper getrieben wurden. Einer in die rechte Schulter, ein anderer ins Herz und ein weiterer in den linken Knöchel. Als hätte man sicherstellen wollen, dass der Tote nicht mehr aufstehen kann. Wer waren diese Toten? Hat man in ihnen Vampire gesehen? Davon konnte Bram Stoker natürlich noch nichts wissen, als er in diesem Haus seinen Dracula schrieb.
Doch schriftliche Überlieferungen von Untoten auf den britischen Inseln waren auch zu Stokers Zeiten durchaus bekannt. In seinen Notizen findet sich überhaupt nichts über seine alte Heimat Irland. Da bewimmelt es doch dort nur so von Elfen, Feen, Leprechauns und was weiß ich, wie sie alle heißen. Andererseits, müssen sie aufschreiben, was sie in- und auswendig kennen? Eine der sagenhaften Gestalten aus der sogenannten Anderswelt Irlands könnte alles in Frage stellen, was man bisher über die Herkunft der Vampire zu wissen glaubt. Denn dort trieb schon im 6. Jahrhundert ein Untoter sein Unwesen. Man kennt sogar sein Grab. Die Steine darauf sollen ihn daran hindern, es nachts zu verlassen. Der Ort heißt Slachterverty. Richtiger wäre eigentlich Lachterverty, wie es in diesem schlauen Buch steht. Das Lach des Abartak, was so viel heißt wie das Grab des Zwerges. Ein Zwerg vielleicht, aber durstig wie ein Riese. Gelöscht hat er seinen Durst mit Menschenblut. Er war ein grausamer König und seine Untertanen wollten ihn loswerden. Ein fremder Herrscher tötet Abartak, aber er kommt immer wieder aus dem Grab heraus, um Blut zu trinken, bis die Menschen ihn schließlich mit dem Gesicht nach unten bestatten und Steine auf sein Grab häufen. Die Legende ist so interessant, weil hier die Idee des Untoten mit dem Trinken von Blut verbunden wird. Finden Sie nicht auch? Die Geschichte hat doch Ähnlichkeit mit meiner, oder? Eine Nacht im Jahr widmet man in Irland heute noch den wandelnden Toten. Nach dem alten keltischen Glauben können die Verstorbenen am Abend des 31. Oktober aus dem Grab zurückkehren. Samhain wird dieser Tag hier genannt. Überall sonst kennt man ihn als Halloween. Gut, dass die Menschen so gerne feiern. In diesen Nächten verlieren sie sogar ihre uralte Angst vor der Dunkelheit. Doch eigentlich geht es bei den uralten Ritualen darum, die Untoten in Schach zu halten. Ist es möglich, dass Stokers Dracula eigentlich aus Irland stammt? Zumal der Name eine passende irische Bedeutung hat. Es gibt eine mögliche Herleitung für den Namen Dracula. Auf Irisch bedeutet Dracula böses Blut. Nun hatte Vlad Tepes den Beinamen Draculea. Und die Herleitung klingt überzeugend. Aber es ist durchaus möglich, dass Stoker den Namen Dracula auch wählte, weil es diese irische Bedeutung gab, die sehr gut zu dem Wesen passte, das er porträtieren wollte. Kaum vorstellbar, dass Stoker diese alten Geschichten nicht kannte. Denn als Kind litt er an einer rätselhaften Krankheit, die ihn die ersten 7 Jahre seines Lebens ans Bett fesselte. Damals las ihm sein Kindermädchen irische Märchen und Legenden vor. Geschichten, von denen der Kleine nachts wahrscheinlich träumte. Ist es Ihnen auch schon mal so ergangen, dass Sie zwischen Traum und Wirklichkeit nicht unterscheiden konnten? Bram Stoker stirbt am 20. April 1912.
Er hinterlässt keine Aufzeichnungen darüber, wann und wo er zum ersten Mal von Untoten und Vampiren hörte. Auf dem Totenschein steht als offizielle Todesursache Erschöpfung. Bram. Ohne dich würde niemand meinen Namen kennen. Dir verdanke ich meinen Ruhm. Aber du mir auch den deinen. Obwohl das Buch am Anfang kein großer Erfolg war. Man hat das so freundlich, distanziert, rezensiert. Und das war es dann aber auch schon. Wenn man bedenkt, dass es so viele verschiedene einfach Varianten des Druckes und auch Übersetzungen gibt, fast so viele, wie bei religiösen Texten, der Bibel, dem Koran und so weiter, dann erkennt man erstmal den Unterschied zwischen diesem etwas, ja, freundlich distanzierten Text und der heutigen völligen Selbstverständlichkeit und Durchtränkung jeder Gesellschaft, zumindest westlichen Gesellschaft, mit dem Vampirmotiv von Bram Stoker. Heute ist Dracula weltberühmt. Stoker hat davon nichts mitbekommen. Er stirbt lange, bevor sein Buch zum Bestseller wird. Schade eigentlich, dass er unseren Erfolg nicht mehr erlebt hat. Dank ihm bin ich so lebendig wie nie zuvor. Der irische Schriftsteller ließ sich nach seinem Tod verbrennen. Und das in einer Zeit, in der dies fast niemand tat. Hatte er am Ende etwa Angst vor seiner eigenen Fantasie? Vor jener Schattenwelt zwischen Leben und Tod, vor der wir uns gruseln, weil wir nicht wissen, was das Ende des Lebens für uns bereithält? Wer weiß? Jetzt kennen Sie meine Geschichte. Wissen Sie, warum ich niemals sterben werde? Weil ich nie gelebt habe. Ich existiere nur in der Fantasie der Menschen. Sie bestimmen meine Gestalt. Wo und wann ich wiederkomme, liegt allein bei Ihnen. Gates of heaven, I'll come crawling on back to you.